Hallo und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo. Ich bin Dana Neitzke und Ihre Moderatorin heute für die Session mit dem Titel Automatisierung macht Nachhaltigkeit skalierbar. Aber dabei bin ich natürlich nicht alleine. Auf der Stage Industrial Automation darf ich heute begrüßen den geschäftsführenden Gesellschafter der Baumüller-Gruppe, Andreas Baumüller. Hallo Andreas, schön, dass du bei uns bist. So, hallo Dana. Erstmal herzlich grüß Gott zusammen. Es freut mich sehr, dass ich heute einen Vortrag im Rahmen der Expo halten darf. Das Thema geht über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist mittlerweile in aller Munde. Und der Titel extra gewählt, Automatisierung macht Nachhaltigkeit skalierbar, um aufzuzeigen, wie wichtig und welche Chancen durch elektrische Automatisierung für die Zukunft gegeben sind. Mein Name, gerade eben schon vorgestellt, Andreas Baumüller, bin von der Ausbildung her Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, habe, ja, so gesehen, ja, ein Automobil- und ein Industrievorleben und auch ein aktives Industrieleben. Zum einen bei der Schaeffler-Gruppe, aber natürlich sehr, sehr langjährig bei der Baumüller-Gruppe, seit 2004 geschäftsführend tätig und dort entsprechend für die gesamte Gruppenentwicklung mit meiner Mannschaft verantwortlich. Eine kurze Vorstellung von Baumüller möchte ich Ihnen geben, damit Sie auch wissen, im Endeffekt, wen Sie vor sich haben, nicht nur persönlich, sondern auch als Firma. Wir sind ein klassisches Familienunternehmen, gegründet vor ja, mittlerweile 93 Jahren, Inhaber geführt mit mir und meiner Schwester. Hauptsitz ist in Nürnberg in Deutschland und wir haben ca. 2000 Mitarbeiter, produzieren schwerpunktmäßig zum einen in Deutschland an verschiedenen Standorten, in der Tschechei, in Slowenien und in China, haben über 40 Service-Standorte und Vertriebsstandorte weltweit, sind klassisch zertifiziert und einer der wesentlichen Antriebs- und Automatisierungshersteller. Wir sind, und das werde ich Ihnen gleich auch zeigen, aufgrund unseres Lebenszyklusmanagements entsprechend organisiert. Wenn Sie das rechte Chart in Form einer Uhr lesen, ist natürlich, sagen wir, unser Kernthema das Antriebs- und Automatisierungssystem. Dazu aber natürlich das entsprechende Engineering, die Montagen und Verlagerungen, um auch Antriebstechnik und natürlich auch Maschinen ein- und auszubringen für unsere Kunden, ein entsprechendes Servicegeschäft und seit mehreren Jahren ebenfalls ein eigenes IoT-Haus, was sowohl intern für uns tätig ist, aber im hauptsächlichen Geschäft extern für Kunden, um zum einen die Technologie natürlich zu verstehen, aber sie auch entsprechend für uns und unsere Kunden nutzbringend voranzutreiben. Was macht man als Automatisierungstechnikhersteller? Man baut entsprechende Automatisierungssysteme. Diese entstehen aus Antriebs- und Automatisierungskomponenten. Sie sehen hier den, ja, kann man sagen, klassischen Ausstattungskasten oder Baukasten eines Automatisierungsherstellers. Dieser Baukasten ist so aufgebaut, dass zum einen natürlich entsprechende Komponenten dazugehören, weil wenn Sie Maschinen bewegen wollen, brauchen Sie entsprechende, ja, zum einen Intelligenz, das ist das, was Sie in den oberen Spalten sehen, zum einen getrieben aus einer Steuerungstechnik und natürlich auch entsprechend aus einer Software. Diese Software geht aber bis in die dritte Spalte, das heißt auch die entsprechenden Drives haben eine entsprechende Intelligenz. Und so ist es eben möglich, zum einen Maschinen so zu bewegen und so zu vernetzen, wie es sein soll. Zum anderen ist es aber auch möglich, diese optimal effizient zu bewegen. Natürlich braucht es dazu auch einen entsprechenden Muskel. Das ist die entsprechende Motortechnik, die Sie in der vierten Schublade von oben sehen. Und diese ist, was Sie unter dem Begriff Industrie 4.0 oder wir alle kennen, entsprechend vernetzbar, durchgängig vernetzbar, je nach Applikationsanforderung
um entsprechend zusätzliche Nutzen zu stiften. Aber darauf komme ich dann noch im weiteren Vortrag. Sie sehen hier noch eine untere Spalte. Das ist im Endeffekt das Lebenszyklusmanagement. Das hat damit zu tun, dass wir unsere Kunden sehr langfristig begleiten. Und das heißt im Endeffekt, ja, man sagt von der Geburt der Maschine bis über den Betrieb, bis hin im Endeffekt zu auch teilweise einem zweiten Maschinenleben im Bereich des Retrofits. Das ist abgebildet in den vier Bereichen System Engineering, Automation und Drive Systems. Das Thema Mounting und Relocation, was Sie unter Montagen vorher gesehen haben, und das Thema intelligente Services. Das zu dem Thema, wie ist oder wie sind auch wir als entsprechende Automatisierungstechnikhersteller aufgebaut. Kommen wir aber zu dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir schauen, haben wir entsprechende Nachhaltigkeitsziele, die ausgegeben wurden, die, wenn man sie durchliest, zum einen das Thema der Energieerzeugung haben, zum anderen das Thema natürlich im Bereich des Soziallebens, aber natürlich zum dritten auch das Thema des intelligenten Energieeinsatzes. Und in diesem dritten Punkt dort ist natürlich das Thema Automatisierungstechnik und Antriebstechnik zu Hause, weil hier können wir mit dieser Technik entsprechend sinnvoll unterstützen und so dabei helfen, diese Ziele umzusetzen und das auch mit einem Nutzen für den jeweiligen Anwender. Wenn wir anschauen, dieses Thema zusammengefasst unter dem Begriff, ja, European Green Deal, muss man sagen, wir haben hier natürlich eine Mammutaufgabe vor uns. Das Ziel ist ja, bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen und natürlich das Wachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln. Inwieweit und ob uns das optimal gelingt, ist natürlich auch davon abhängig, wie wir gewisse Techniken optimal einsetzen, um eben das Ganze auch so bestreiten zu können, um weiterhin einen, ja, würde ich sagen, anzustrebenden Lebensstandard auch in der Breite der Bevölkerung, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, entsprechend führen zu können und auch diesen an vielen Stellen, was sehr wünschenswert ist, auszubauen. Dafür braucht es natürlich einen entsprechenden Transformationsprozess. Transformation, würde ich sagen, ist in aller Munde, aber ich würde sagen, das ist mittlerweile, ja, muss man aufpassen, dass es kein Unwort wird, sondern ich glaube, eine gewisse stetige Transformation betreiben wir nicht nur in vielen Unternehmen, sondern auch im entsprechend privaten Leben. Von dem her ist es, würde ich sagen, ein normales Vorgehen. Wichtig ist aber, dass man es in der richtigen Geschwindigkeit macht und im Bereich des Green Deals natürlich auch mit einer entsprechenden forcierten Geschwindigkeit. Wie kann hier Antriebs- und Automatisierungstechnik unterstützen? Wenn wir das Ganze anschauen, muss man sagen, Antriebs- und Automatisierungstechnik ist eine klassische Enablerbranche, auch ein Enabler für Nachhaltigkeit. Wir haben heute zum einen natürlich einen Nachfrageanstieg, die Weltbevölkerung wächst, es kommen immer mehr Menschen in den Konsum. Andererseits haben wir durch unterschiedlichste Gründe entsprechende Rohstoffmängel. Und man muss aber natürlich sagen, wichtig ist es dann, entsprechend die Ressourcen sinnvoll und effizient einzusetzen. Wir haben das Thema, dass wir Klimaziele einhalten wollen und wenn wir zukünftige Generationen, ja, wenn wir denen auch ein lebenswertes Leben ermöglichen wollen, diese natürlich auch einhalten müssen und damit natürlich auch sehen müssen, dass wir Klimaerwärmung stoppen. Das heißt also, wir müssen sehen, wie gehen wir sinnvoll
mit dem CO2-Ausstoß in den unterschiedlichsten Bereichen vor. Wir haben aber auch entsprechende Treiber, die ganz ökonomisch sind. Das ist das Thema Energiekostenanstieg und natürlich auch das Thema Emissionshandel. Und da müssen wir natürlich sagen, wie kann man das durchführen? Wie kann man entsprechend Energieverbrauch und natürlich damit auch Energiekosten dokumentieren? Und wenn man sie entsprechend messen und dokumentieren kann, wie kann man sie auch dann entsprechend reduzieren? Und zum einen, um Transportwege zu sparen, aber natürlich auch, um optimal arbeitsteilig zu arbeiten, gilt es natürlich auch, das Thema Relokalisierung regelmäßig zu überprüfen und hier einen Ansatz für intelligente Produktion in einem globalen Umfeld zu schaffen. Das heißt also, das ist alles möglich mit Antriebs- und Automatisierungstechnik und damit ein wesentlicher Enabler für Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette. Wie kann man sowas abbilden? Ich habe es Ihnen hier mal wiedergespiegelt. Am einfachsten für mich natürlich in einem Beispiel in unserer Firma anhand des Lebenszyklusmanagements. Wenn wir das Ganze anschauen und wir sagen, wir möchten eine Maschine oder eine Fabrik entsprechend mit nachhaltigen Lösungen realisieren, dann geht das Ganze natürlich zum einen los, dass wir erstmal ein intelligentes und effizientes Technologiepaket brauchen. Und das heißt, wir brauchen ein energieeffizientes Antriebssystem. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht oder Beispiele. Das heißt im Endeffekt, wie kann man energieeffizient handeln? Indem man zum Beispiel im Bereich von Pressen oder auch Spritzgussmaschinen, die entsprechend Metall umformen oder entsprechende Kunststoff- und metallische Gegenstände herstellen, hier eine intelligente Servohydraulik einsetzt. Diese Servohydraulik ermöglicht es eben, den Energieverbrauch deutlich zu senken und das natürlich durch Regelung des entsprechenden Pumpenantriebs. Das heißt, der Pumpenantrieb läuft nicht kontinuierlich oder auch im Endeffekt nicht standardisiert geregelt, sondern so, dass optimal nach Bedarf Energie zugeführt wird. Das führt natürlich auch nochmal zu einer Optimierung der Geräuschemission. Das heißt also auch, der Bediener dieser Maschinen hat etwas. Aber auch durch diese Regelung führt es zu einer verbesserten Prozess- und Produktqualität. Und man kann natürlich auch noch die Antriebskomponenten, da man die Regelzyklen entsprechend auch kennt, optimiert auslegen. Das ist dieses optimierte Sizing. Das heißt also, man schaut, dass man auf dem ganzen Bereich entsprechend energieeffizient handelt und das zum einen in der Installation, aber natürlich auch in dem gesamten Betrieb der Anlage. Das Ganze wird natürlich auch betrachtet im Bereich des Engineering. Das heißt, hier wird natürlich auch das ganze Energiemanagement in der Simulation betrachtet. Hier als Beispiel ebenfalls, wenn man anschaut, durch entsprechende Simulation kann man den Leistungsbedarf der Applikation entsprechend vor der Hardware-Realisierung bestimmen. Das heißt also, die Komponenten können optimal auf die notwendige Netzleistung ausgelegt werden. Und man kann auch schauen im Endeffekt, welche Art von Netzleistung braucht man. Man kann das Ganze auch nochmal optimieren, indem man nämlich schaut, wie reduziere ich den Spitzenleistungsbedarf und den Leistungsbedarf aus dem Stromnetz. Und natürlich, mit welchen Hilfsmitteln kann ich das auch noch machen. Das heißt, wie muss ich und wie kann ich intelligent Energiespeicher einsetzen, um eben Energie nicht zu verschwenden oder sinnlos in Wärme umzuwandeln, sondern diese wieder für den Prozess direkt einzusetzen. Das heißt also, nicht nur das Antriebssystem an sich kann optimiert werden, sondern auch
Die dem Antriebssystem vorgelagerten Komponenten können durch Simulation optimiert ausgelegt werden und diese Simulation kann auch weiterverwendet werden im Betrieb, um dort ebenfalls eine stetige Optimierung durchzuführen. Das Ganze kennen Sie auch unter dem Begriff digitaler Zwilling. Im Bereich der Produktion, wenn die Maschine dann mal läuft, muss man sagen, gibt es natürlich das Thema Green Factor in der Fertigung. Hier ist es natürlich zum einen mal sehr interessant, welchen Energieverbrauch je Prozessschritt habe ich denn? Das kann ich natürlich sehr gut über den Bereich der Antriebs- und Automatisierungstechnik erfassen. Das Ganze kann ich dann in einem Software-Tool berechnen und auch entsprechend über einen sogenannten Green Factor oder auch zusätzliche regenerative Effekte, die drin sind, dann auch darstellbar machen und natürlich optimieren. Optimieren kann man das Ganze zum Beispiel, wenn man beim Bremsen die Energie eben in entsprechenden Zwischenkreisen, sogenannten Energiepuffern, eben speichert und diese dann dynamisch dem Prozess auch wieder zur Verfügung stellt. Man kann natürlich aber auch Optimierungen des Verfahrwegs ansehen und auch weitere Maßnahmen und diese natürlich immer mit dem Ziel Senkung des entsprechenden Energieverbrauchs und eine entsprechende Optimierung. Diese Effekte sind entsprechend durchaus erheblich und bringen natürlich eine entsprechende Einsparung. Das Ganze, wenn man sich auch im Servicebereich anschaut, das natürlich, sagen wir mal, auch im laufenden Bereich entsprechend Servicetätigkeiten gibt oder auch bei einer extrem langlaufenden Maschine entsprechende Retrofits, kann man sagen, im Servicebereich haben wir das Thema, dass Bestandsmaschinen, die man natürlich, sagen wir mal, immer optimal nutzen möchte, zum einen durch Retrofit auf dem neuesten Stand gehalten werden können, Industrie 4.0 netzwerkfähig gemacht werden können, das heißt, sie können abgegradet werden und sich natürlich auch mit den neuen Maschinen, die auch natürlich Industrie 4.0 können, unterhalten. Man hat eine längere Nutzungsdauer der Maschineninfrastruktur, das ist bei vielen Maschinen geeignet und damit auch nachhaltig, weil ich eben Rohstoffe dauerhafter einsetze. Eine Verbesserung in Bezug auf Produktivität und Präzision, nachdem ich bessere Regelverfahren nutzen kann. Und natürlich ist es auch eine Chance für die Maschinenhersteller, neben dem klassischen Neugeschäft auch ihren Bestandspark entsprechend nachhaltig zu optimieren und zusätzliche Geschäftsmodelle anzubieten. Es gibt also eine Chance für den Endanwender, hier Kosten zu verbessern, eine höhere Produktivität zu generieren und das natürlich zusätzlich bei einem optimierten Energieeinsatz. Wenn man das Ganze zusammenfasst, kann man sagen, diesen Ansporn, neue Technologien und Fertigungsverfahren zu entwickeln und natürlich auch weiterzuentwickeln, ist etwas, was natürlich antreibt, wenn man weiß, dass es einen Nutzen entsprechend stiftet, zum einen zur Prozessoptimierung, aber natürlich zum anderen auch im Bereich der Energieoptimierung und damit auch der Nachhaltigkeit und dem Realisieren der Nachhaltigkeitsziele dient. Das heißt, in jeder Kette oder jeder Stufe des Wertschöpfungsprozesses kann Nachhaltigkeit ja positiv beeinflusst werden. Und man muss sagen, dadurch kann man ermöglichen, niedrigeren Energieverbrauch und natürlich eine verbesserte Ressourceneffizienz für den Anwender zu realisieren. Und das natürlich nicht nur aus rein grüner Sicht, sondern auch zur Optimierung der Kosten und der Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, zum einen, die Branche der Antriebs- und Automatisierungstechnik kann vom Trend der Nachhaltigkeit profitieren. Und bei einem intelligenten Einsatz Nachhaltigkeit für die Anwender skalierbar realisieren. Das wollte ich Ihnen aufzeigen mit meinem Vortrag. Automatisierung macht nachhaltig skalierbar.
und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Dankeschön. Dann vielen herzlichen Dank natürlich mal erstmal für Ihren Vortrag. Es sind auch tatsächlich Fragen schon hineingekommen. Die erste Frage ist relativ technisch, was hier reingekommen ist. Für die Ermittlung Ihres Energieverbrauchs, verwenden Sie dann interne oder externe Sensorik? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Abhängig, das ist abhängig von der jeweiligen Maschinenapplikation und natürlich des jeweiligen Maschinenalters. Man kann sagen, wenn die Maschine natürlich erstmal eine ältere Bestandsmaschine ist, ist es in den meisten Fällen reine externe Sensorik. Je moderner die Maschine ist, umso mehr kann schon im Bereich auch gewisse, ja, ob jetzt interne Sensorik oder entsprechend, ja, vorhandene Auswertungen sind, genutzt werden. Okay, vielen Dank für die Antwort. Die nächste Frage ist, Sie hatten davon gesprochen, mit intelligenten Energiespeichern Lastspitzen auszunutzen. Welche Speichertechnik nutzen Sie denn da? Das ist, kann man ganz klar sagen, sehr unterschiedliche Speichertechniken, je nach Dynamik. Im dynamischen Verhalten sind es meistens klassische Zwischenkreise, das heißt entsprechende kapazitive Speicher. Es können aber im Endeffekt auch bei unterschiedlichen Anlagentechniken durchaus auch zum Teil mechanische Energiespeicher sein. Okay, vielen Dank für diese Antwort auch natürlich. Meiste Frage wäre, gibt es schon messbare Effekte in Bezug auf Energieeffizienz im produktiven Umfeld bei Baumüller jetzt wahrscheinlich? Ja, die gibt es. Die nutzen wir auch und die nutzen wir im Endeffekt zur kontinuierlichen Optimierung. Wir sagen, was man messen kann, kann man eben auch kontinuierlich optimieren. Mhm. Und man kann auch sagen, wir nutzen es selber, wir nutzen es aber auch entsprechend bei Kunden. Okay. Wo sehen Sie denn den größten Hebel für Energieeffizienz in der Fertigung? Den größten Hebel für Energieeffizienz, das ist, denke ich, sehr relativ applikationsabhängig, weil natürlich es so gesehen nicht die Fertigung gibt, sondern das ist immer sehr abhängig vom jeweiligen Prozess. Man kann aber generell, glaube ich, schon sagen, dass man aus der operativen Thematik sagen muss, man muss abwägen, ist es sinnvoll, ein entsprechendes Retrofit zu machen und aus der bestehenden Maschine durch verbesserte Antriebstechnik und Regelverfahren eine optimierte Energienutzung zu betreiben. Oder ist es eben das Thema, dass man eine entsprechende Neumaschine hierfür nutzt. Das ist aber die individuelle Inseloptimierung. Man muss zum Gleichen sagen, ebenso wichtig ist natürlich eine Systemoptimierung des jeweiligen Prozessschritts durchzuführen und damit entsprechend die Energie gesamthaft einzusparen, weil über diese beiden Effekte kann man dann doch wesentliche Prozentpunkte der Energieeinsparung erzeugen. Und dadurch, dass die Laufzeiten in Fertigung groß sind, sind diese Effekte ja auch hoch. Aber man kann es nicht verallgemeinern, weil es eben im Endeffekt je Fertigung eigentlich in der Lösung betrachtet werden muss. Okay. Dazu haben wir jetzt auch gleich noch eine Folgefrage. Und zwar, ab welchem Punkt würden Sie denn sagen, Retrofit lohnt sich nicht mehr, da ist die Neumaschine dann doch kostengünstiger? Ja, sowas kann man individuell rechnen im Endeffekt und man weiß dann im Endeffekt, wie lange sind solche Maschinen noch im Betrieb? Ist der Prozess noch aktuell? Gibt es das Maschinengestell entsprechend her? Und wie aufwendig ist der Umbau? Und dann kommt man zu einer entsprechenden Zahl. Man braucht aber auch nicht sagen, dass die Welt nur rein technisch ist, sondern es gibt ja teilweise eben auch finanzierungstechnische Themen. Da ist es dann eben auch die Thematik, werden Neu- oder Umbaumaschinen gleich betrachtet im Finanzierungsansatz oder gibt es hier unterschiedliche Pakete? Das heißt also, wir sollten hier nicht der Idee erliegen, dass das alles rein eine technische Empfehlung ist, sondern da spielt auch viel Betriebswirtschaft mit. Okay. Und vielen Dank dafür. Sie haben jetzt noch eine Frage zu Ihrer eigenen Umsetzung sozusagen. Bezieht sich Ihr Energiemonitoring rein auf den Stromverbrauch in der Anlage oder wird dabei beispielsweise auch Druckluftverbrauch und Ähnliches mit beachtet? Es werden verschiedene Parameter betrachtet, also nicht nur der reine Energieverbrauch. Es gibt ja unterschiedliche Medien, die man verbraucht. Das heißt also, so gesehen ist aber der unterschiedliche Verbrauch der Medien trotzdem, ich sag's mal, im gesamten
kann man das schon unter dem Faktor Energie und Ressourcenverbrauch zusammenfassen. Es kommt aber auf die gesamthafte Betrachtung an. Das heißt also, rein der Stromverbrauch ist es nicht, sondern es ist natürlich, sagen wir, auch der Medienverbrauch, der aber häufig auch in einem Stromverbrauch endet, muss man sagen. Auch das Generieren von Druckluft zum Beispiel benötigt Strom und funktioniert nicht von alleine. Natürlich. Das kommen wir damit auch tatsächlich schon zur letzten Frage. Das bezieht sich auch nochmal auf Sie praktisch. Baumüller ist ja auch stark im Bereich E-Mobility bzw. E-Antriebe, sind ja ein großer Antriebshersteller. Welche Entwicklungen erwarten Sie denn da in Zukunft? Also man kann generell sagen, dass sich natürlich im Bereich der Elektromobilität viel tun muss oder viel tun wird im Endeffekt. Man kann zum einen sagen, es ist natürlich eine sehr alte Technik. Eigentlich waren Elektroautos zu Beginn schon, also vor den Verbrennern da sozusagen, jetzt sind sie wieder da. Aber man muss sagen natürlich, dass man sagen muss, es wird natürlich über die Jahre ein viel normalerer Einsatz der Elektromobilität stattfinden. Ich denke, das ist bei jeder entwickelten Technologie so. Man muss das ganze Technologie offen sehen. Wenn man aber das ansieht, im Endeffekt, muss man sagen, die Elektromobilität hat viele Vorteile im Bereich der Geräuschemission, im Bereich der Emission, im Bereich auch der Fahrzeugbetriebskosten und natürlich, wenn man das Ganze anschaut, natürlich auch von den Freiheitsgraden im Fahrzeug, wenn man jetzt neue Fahrzeuge anschaut, das heißt also auch der Bereich Komfort, autonomes Fahren, optimierte Innenraumgestaltung. Das sind Themen, die natürlich auch neu durch die Elektromobilität definiert werden. Das heißt also, die Weichen in Richtung dieser Technologie sind gut gestellt. Das Bewusstsein der Personen ist entsprechend da. Und ich glaube, die Forschung an entsprechenden Energiespeichern hat auch seit mehreren Jahren begonnen und zeigt auch entsprechende Erfolge. Von dem her glaube ich, dass wir hier ein, ja, Feld sehen, was sich über viele Jahre erfolgreich entwickeln wird. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für die Antworten, denn jetzt sind wir auch schon am Ende unserer ersten Session dieses Tages angekommen. Andreas, dir nochmal vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Danke, dass du heute da warst. Ich wünsche dir natürlich auch noch einen sehr schönen restlichen Tag. Und an unsere Zuschauer, Ihnen und euch natürlich auch noch viel Spaß und viel Freude am Fortverlauf unserer Expo. Wiedersehen. Dankeschön.